ein konkretes Vorbild jetzt nicht. Die Frage wusste ich, dass die kommt, aber ich habe schon überlegt und mir ist keiner eingefallen. Nee, eigentlich nicht. Ich ziehe mein eigenes Ding durch. Ich würde mal sagen, meine Oma, weil die einfach immer so gelassen ist. Und das möchte ich einfach auch, egal in welcher Lebenssituation oder gerade wenn es auch mal schlecht läuft im Geschäft, dass man einfach trotzdem fröhlich ist und auch lachen kann. Eine Fußballspielerin, Sarah Depritz. Die spielt in der Bundesliga beim FC Bayern München. Die inspiriert mich ziemlich, weil sie ihr Hobby in gewisser Weise zum Beruf gemacht hat, aber nebenher noch studiert und arbeitet. Schon ziemlich cool. Auf jeden Fall der Ken Roxon. Er ist mit 17 Jahren Weltmeister beim Motocross geworden, nach Amerika gezogen und lebt da jetzt, fährt für ein großes Team, verdient viel Geld. Das ist toll. Mich inspiriert mein Vater, weil er auch viel Stress um die Ohren hat, aber trotzdem noch alles auf die Reihe bekommt. Meine Mom inspiriert mich. Sie steht jeden Morgen um 3 Uhr auf, trägt Zeitungen aus und geht danach noch auf der Post arbeiten. Und das ist ziemlich heftig, was bei denen so abgeht. Mein Vater, und zwar der arbeitet von Montag bis Samstags. Jeden Morgen wacht er, glaube ich, um 2 Uhr morgens auf. Und ich habe ihn noch nie meckern sehen wegen der Arbeit. Der zieht einfach sein Ding durch. Und das soll ich so ein bisschen als Motivation und als Vorbild nehmen, selber so motiviert an die Sache heranzugehen, an die Arbeit. Ja, tatsächlich. Also meine Cousine inspiriert mich sehr. Die hat auch eine Ausbildung angefangen und hat jetzt auch noch, obwohl sie dann schon 5 Jahre dazwischen gearbeitet hat, geschafft, noch ein Studium anzufangen. Und da bin ich sehr inspiriert von, weil ich glaube, das ist sehr schwer, nach 5 Jahren Arbeitsleben noch mal voll reinzusteigen. Also durch das, dass ich junge Ausbilder habe, motiviert mich stark, mal irgendwie halbwegs an das Wissen von ihnen ranzukommen. Bestimmte Personen jetzt, aber man schaut immer teilweise an den Meister, Techniker hoch oder an den Facharbeiter, wo man denkt, das Fachwissen, wo die haben, das wäre gut, wenn man das eines Tages auch hat. Die Facharbeiter, man sieht halt, die waren auch mal Azubis und kriegen es halt heutzutage auch hin und erklären es einem, dass man das selber auch alles lernen kann und dann am Endeffekt auch anderen Leuten das beibringen kann. Das ist jetzt eher weniger. Ich habe eher Ziele im Leben, die ich gerne erreichen möchte. Unter anderem gehört es dann dazu, meine Ausbildung erfolgreich abzuschließen und natürlich auch mal viel Erfolg im Beruf zu haben und auch mal was zu erreichen.